Ich begrüße heute in Folge Mario Kart 8 Deluxe. Heute Singleplayer Panzer Cup. Ich habe diese Reifen gerade freigespielt, beziehungsweise haben wir die das letzte Mal bekommen. Ziemlich cool, die Triforce Reifen aus dem DLC damals. Was nehmen wir denn heute mal für ein Bike? Oder nehmen wir ein Kart? Keine Ahnung. Kommen wir diesen Fashion Scooter mit den kleinen Reifen. Von mir aus. Und dem Segelflieger, ja. Was auch immer. Mit rosa Gold Peach, ja. Und wir gucken uns den Panzer Cup in 100 CCM mal wieder an. Ja, mal gucken, was da so abgeht jetzt. Genau. Mal gucken, ob wir die 3 Sterne bekommen können. Die Kumo-Weide, einer meiner absoluten Lieblingsstrecken in Mario Kart Wii, weil ich einfach die Atmosphäre so unfassbar schön finde. Und demnach mag ich sie auch hier ziemlich gern. Ich mag aber irgendwie die Version auf MKW, glaube ich, ein bisschen mehr. Es ist im Prinzip eigentlich die gleiche Strecke, aber einfach weil die Version aus MKW so ein bisschen, ja, von der Grafik her. Ich mag einfach so diesen Grafikstil von MKW auf der Strecke ziemlich gern. Und das hier ist einfach alles so krass HD, hübsch mäßig. Aber irgendwie mag ich dieses klassische MKW-Feeling mehr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach, weil ich MKW schon so ewig lang und oft gespielt habe. Aber ja, allgemein, ich mag diesen MKW-Flair ziemlich gern. Aber ja, trotzdem die Strecke. Was gibt es dazu zu sagen? Ist im Prinzip nicht wirklich spannend. Das wollte ich gar nicht abwerfen. Das war jetzt irgendwie meine Taste, die ein bisschen gesponnen hat. Keine Ahnung. Ich mag die Strecke im Prinzip ganz gern eigentlich. Wie gesagt, ist ganz cool. Ist eine der ersten Strecken im Spiel. Ich glaube, die zweite im Pilz Cup kann das sein. Ist halt noch relativ einfach gestrickt eigentlich. Relativ kurz. Mit nicht viel Wegen oder so. Es gibt nicht... Ah, das war richtig gut jetzt gerade. Es gibt nicht viele Hindernisse oder so. Ja, am Ende kann man ein bisschen mit den Montys arbeiten. Und so ein bisschen... Keine Ahnung. Meinetwegen... Hochspringen dadurch. Also Sands machen und so. Hier muss man den Kühen ausweichen an der Stelle, die jetzt gleich kommt. Ist halt von Hindernissen her und so nicht wirklich eine ansprechende und schwere Strecke. Aber macht trotzdem mir sehr viel Spaß. Ist auch eine der Strecken, die ich damals mit Freunden am meisten gespielt habe. Und deswegen mag ich die halt, wie gesagt, echt ziemlich gern. Aber ist halt im Vergleich zu anderen Strecken nichts Besonderes irgendwie. Aber trotzdem, wie gesagt, ganz cool, macht mir Spaß. Gut, dann gehen wir zur nächsten Strecke über. Ich hätte fast die letzte Runde, den guten Larry. Larry, streng dich mal ein bisschen mehr an hier. Du musst Bowser repräsentieren, auch wenn der, ich weiß gar nicht, ist er gerade dabei, keine Ahnung. Jedenfalls musst du ihn irgendwie repräsentieren hier als Koopaling. Du bist ja nicht umsonst sein oder eins seiner Kinder, wie auch immer. Egal, so, die Mario-Piste von der GBA-Version erkennt man nicht wirklich wieder, finde ich. Also ist hier einfach eine ganz andere Strecke. Ist ja allgemein so mit den ganz alten Strecken von SNES und GBA, die halt noch ziemlich flach waren immer. Also man erkennt sich schon wieder, finde ich, aber spätestens dort hinten ab dieser komischen großen Rampe und so, da kann man schon denken, ja, ist irgendwie eine ganz neue Strecke. Wenn man nicht wüsste, dass sie aus der GBA-Version stammt, dann, ja, kann man schon denken, ist was Neues irgendwie. Ist halt auf jeden Fall eine ziemlich... Auch einfache Strecke, aber ich mag sie trotzdem ganz gern. Da hinten ist eine kleine Abkürzung, wenn man über den Rasen fährt mit Pilzen, logischerweise. Nichts Großes dabei. Ist trotzdem eine ganz helle Strecke. Hier kann man auch ein bisschen so einen anderen Weg nehmen, sage ich mal, mit einem Item und ein bisschen Beschleunigung hier. Aber im Prinzip auch eine relativ einfache Strecke, die eigentlich jeder Mensch ziemlich einfach fahren sollen. fahren können sollte, so heißt es, glaube ich. Egal. Genau. Ist ganz nett, aber auch nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Ich meine, es ist ja auch eine der ersten Strecken im Spiel, im
Wow, Panzer Cup wollte ich gerade sagen und in dem Moment trifft mich ein grüner Panzer. Das ist ein Zeichen, Leute. Das ist einfach ein Zeichen, glaube ich. Jedenfalts, wie gesagt, nichts hätte bewegen, das ist trotzdem ganz nett im Endeffekt. So. Genau. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier auch schön Erster werden am besten. Das ist jetzt nicht so cool. Das ist eher das Gegenteil von Erster werden. Komm, schnell, Item. Mann. Natürlich, jetzt, wo es drauf ankommt, nochmal schön getroffen werden hier. Es wird typisch auf jeden Fall. Es wird typisch. Jetzt bräuchte ich ein schönes Item zum Ablocken, aber ich denke mal, das bekomme ich nicht mehr. Gleich bekomme ich in einer Münze hier, wetten. Oh, ich nehme das Doppel-Item hier. Komm. Ja, sehr schön, zwei Bananen. Das ist doch perfekt. Perfekt zum Ablocken. So. Dann wollte ich sagen, lege ich die mal kurz dahin. Ist geschehen. Aber jetzt habe ich keine vollen Münzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen bösen Einfluss auf meine drei Sterne hat. Wenn ja, ich habe noch drei Chancen, die zu holen, weil ich meine, es gibt ja auch noch 150 und 200 und Spiegel. Und wenn man da den 3-Sterne-Rang bekommt, überträgt sich das auch auf die darüber liegenden Plätze. Das heißt, wenn du in den 200er-Dings das bekommst, hast du es auch in allen darüber liegenden Fahrklassen, sag ich mal. So, Chichi Beach ist eine richtig, richtig schöne Strecke. Der Strand ist so geil. Ist auch einer meiner liebsten Strecken aus MKDS und hier mag ich es nochmal viel mehr, weil es einfach so viel hübscher aussieht. Hier finde ich es, oder hier begrüße ich jetzt diesen neuen Grafikstil von MK8, diesen HD-Grafikstil, sag ich mal. Bei der Kumo-Weite vermisse ich so ein bisschen den von MKV irgendwie, aber hier begrüße ich diesen hübschen HD-Stil. Es sieht einfach so viel besser aus als auf dem DS. Es ist einfach nur unfassbar. Und so viel zu sehen einfach. Im Hintergrund kann man manchmal so auf so kleinen Inseln wie gerade eben Palmas sehen und sowas. Man kann jetzt hier auch unter Wasser fahren. Ist einfach alles voll hübsch. Im Endeffekt. Ja, definitiv eine meiner absoluten Lieblingsstrecken im Spiel. Aber ich mag eigentlich größtenteils jede Strecke aus MK8. Welche, die ich nicht so mag, sind zum Beispiel das Discodrom, weil es ist mir einfach, die Strecke ist mir viel zu aufgedreht, sage ich mal. Irgendwie, es macht mir keinen Spaß, sie zu fahren, wenn die irgendwie online drankommt. Ich mag es nicht wirklich. Da hinten kann man zum Beispiel so eine Insel sehen. Ich mag die nicht. Da ist auch die Insel in den Palmas. Ich mag sie einfach nicht. Die ist irgendwie. Ich mag die Musik nicht. Der Soundtrack ist schrecklich, finde ich. Und das trägt allgemein dazu bei, dass ich die Strecke nicht wirklich mag insgesamt. Ist zwar eigentlich ein relativ cooles Konzept, aber es ist einfach alles viel zu aufgedreht, sage ich mal. Deswegen mag ich nicht so ganz, aber ja, was soll's. Ist trotzdem eigentlich eine coole Strecke, aber ich mag sie ja nicht wirklich. Um das noch zum fünften Mal zu wiederholen, gefühlt. Aber bis die kommt, ist noch ein bisschen Zeit, sage ich mal. Im Sternencup müsste die vorkommen. Aber ansonsten fällt mir eigentlich gerade keine Strecke ein, die ich sonst nicht so wirklich mag. Spätestens dann, wenn wir irgendeine fahren, die ich nicht wirklich mag. Ich glaube, in dem Cup müsste auch Toads Autobahn kommen. Von der war ich nie so wirklich ein Fan, auch wenn es halt einfach eine eigentlich auch eine coole Strecke ist. Auch hier viel cooler als in MK64. Das hat so dieses ganze Prinzip von wegen. Ich wollte nicht nach vorne werfen, ich voll Idiot. Die Strecke hat so dieses Prinzip von wegen. Richtige Autos fahren auf den Strecken lang. Ich wollte den Pilz reinfahren, ich Idiot. Och Mann. Die Strecke hat so dieses ganze Prinzip von wegen. Richtige Autos fahren auf den Strecken lang gebracht und. Ja. War damals eigentlich ziemlich cool. Bloß im Spiegel war die Strecke ziemlich eklig, weil halt da die Autos vom, also die halt so richtig krass entgegengekommen sind. Und manchmal konntest du da kaum ausweichen. Und ich weiß noch, auf meinem ersten Kanal damals, da ist sie ja auch, hatte ich ein MK64 LP. Und damals habe ich die Emulator LPs noch mit PC-Tastatur gespielt. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht wirklich cool war. Und als
ich glaube, 10 Abonnenten, nee, es war glaube ich sogar 20 oder 25 oder 50 Abonnenten-Special, eins von den drei, ich weiß es nicht mehr. Etwa 10, 20, nee, 4, 10, 20, 25 oder 50, eins von den dreien, glaube ich, war das. Abonnenten-Special, habe ich die Strecke halt, oh guck mal, der ist aber neu, der war in MK8 nicht dabei, dieser Truck. Der gerade neben uns war gleich auch noch, egal. Jedenfalls in MK 60 habe ich die als Special, quasi als 50 Abonnenten Special oder so, ich weiß wirklich nicht mehr was das war. Als 50, wie gesagt, Abonnenten Special mit Tastatur gespielt im Spielgame-Modus und ihr könnt euch vorstellen, das war damals halt echt nicht cool. Durch normale LP bin ich, glaube ich, ganz okay durchgekommen. Das war auch das erste Mal, dass ich MK64 so richtig gespielt habe. Ich hatte es davor auf meiner Wii drauf, aus dem Wii Shop damals. Aber so richtig habe ich es halt nie wirklich gespielt. Halt nur mal so nebenbei manchmal so. Und da habe ich es halt zum ersten Mal in dem Let's Play richtig gespielt. MK64, by the way, auch eines meiner Lieblings-MKs. Und das halt im Spiegel mit Tastatur zu spielen, war einfach, das war klug, war einfach nicht wirklich spaßig und wow. Ja, daran kann ich mich immer noch erinnern. Ich war damals schon ein bisschen doof. Und wie viele blaue Panzer wollen eigentlich jetzt noch auf der Strecke kommen? Nur mal so nebenbei. Das sind schon ein paar, kann das eigentlich sein? Also halt so wirklich. Das sind gerade ziemlich viele insgesamt in dem Cup jetzt hier. Das haben die in MK8 Deluxe im Vergleich zu MK8 deutlich erhöht, glaube ich. Aber egal. So, dann fahren wir jetzt die Strecke noch zu Ende. Ist auch wieder, wie gesagt, eine ganz coole Strecke eigentlich. Auch wenn ich dieses Auto-Dingens nicht wirklich mag. Aber hier ist es halt voll einfach eigentlich, MK8 Deluxe. Oder auch allgemein MK8. Da gibt es später viel, viel schwerere Autostrecken. In MKW zum Beispiel die Mondblickstraße. Die finde ich persönlich ziemlich schwer. Aber, ja. Ist eigentlich eine ganz einfache Strecke. Auch in MK64 eigentlich. Auch wenn sie am Ende da schwerer ist. Aber im Spiegel halt nicht. Gut, und das war's dann für diesen Cup. Und auch für diesen Part. Im nächsten Part, keine Ahnung, geht's wahrscheinlich online wieder spannend weiter. Keine Ahnung, worauf ich da Lust haben werde. Ich weiß auch nicht, wann der Part kommt. Eventuell nächste Woche irgendwann, eventuell auch erst am Wochenende, am Montag wieder. Der Part kam auch mal ausnahmsweise wirklich Montag, anders als letzte Woche. Und dann gucken wir jetzt noch, was das für ein spannendes Fahrzeugteil ist. Und dann war es das für diesen Part hier. Ja, genau. So, was gibt's Spannendes für mich? Reifen. Die Knopfreifen. Okay, bis dann. Ciao. Euer Viro. Tschüss.